bin Julian. Ich wohne in London und ich arbeite in einem Büro in London. Und da habe ich mir neulich diese Frage gestellt, was ist eigentlich dieses nervige Radio? Die Personalabteilung und das Büromanagement sitzen direkt neben mir und die haben da so ein Radio unterm Tisch. Und es scheint ja keine Gamer zu geben in England. Und deswegen dudelt das Radio die ganze Zeit und es spielt immer den gleichen Sender. Und es ist immer nur ABBA und Queen und irgendwelche anderen Bands, von denen ich wahrscheinlich noch nie was gehört habe, weil ich einfach nicht alt genug bin dafür. Ja, Magic Radio. Und irgendwann habe ich mich gefragt, sind das eigentlich immer die gleichen 20 Lieder? Weil es fühlt sich echt so an. Es ist immer nur Dancing Queen und ah. Ja, was macht man da? Kopfhörer, ja. Na, wir gucken uns mal die Webseiten-Quelltext an. Von dieser Webseite. Ja, also da ist jede Menge HTML, aber da ist zum Glück auch JavaScript. Es sieht aus, als ob da eine React-Anwendung wäre. Das ist ja ganz praktisch. Da ist so eine riesige JSON-Struktur. Erstmal nicht schlecht, oder? Ah, da gibt's irgendwie einen Track-Namen und einen Artist-Namen und wann das gespielt wurde und eine ID auch. Ist ja super praktisch. Da kann man ja da Sachen mitmachen. Das könnte man ja mal in eine Datenbank pumpen zum Beispiel. Und die brauchen wir auch gar nicht zu normalisieren. Die vier Sachen, diese vier Dateninformationen reichen uns ja. Wir nehmen die Spielzeit einfach mal als unique, also als Primärschlüssel, weil Lieder werden ja mehrfach gespielt, offensichtlich, wie Dancing Queen, gefühlt dreimal am Tag. Dazu mehr später. Ja, das machen wir mal. Und dann brauchen wir einen kleinen Scraping-Job. Da bietet sich der Mojo User Agent an. Wollte ich mal ausprobieren, ist ganz nett. Ein bisschen Daten absaugen, ein bisschen JSON und dann pumpen wir das einfach in unsere Datenbank rein, machen Replace, weil wenn wir das alle paar Minuten laufen lassen und die Daten sind irgendwie für 2 Stunden lang auf der Webseite, dann haben wir natürlich Dubletten. Ja, aber das geht. Und dann nehmen wir uns mal DBX Class und mit dem DBX Class Schema Loader produzieren wir uns da schnell ein paar Klassen für. Das Result hier drüben, das Playlist Result ist vom Schema Loader erstellt und dann habe ich mein eigenes Result Set dazu gemacht. Das Result Set brauchen wir, um da die Business Logik reinzupacken. Und im Prinzip ist das immer nur irgendwelche Abfragen, die dann, also Search-Aufrufe, die dann weiteres Result Set ausliefern. Und praktischerweise kann man ja die Result Sets chainen. Das heißt, man steckt da mehr Bedingungen rein und dann kommt ein neues Result Set raus. Wir schauen uns das gleich mal an. Aber wir wollen ja Separation of Concerns. Das braucht man nicht nur in Webanwendungen, sondern das kann man auch in Command-Line-Anwendungen nutzen. Und eine Command-Line-Anwendung könnte dann zum Beispiel so aussehen. Eine Playlist und dann sagen wir, ich hätte gerne den Top-Artist für Yesterday. Dann sagt 7 Plays Madonna. Like a Surgeon. Oder a Virgin, sorry, Virgin. Anderer Artist. Wer hat's erkannt? Sehr gut, sehr gut. Ja, wir haben das Programm, wir haben den Command und wir haben einen Flag, so nennt man das typischerweise bei Command-Line-Applikationen. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu implementieren. Eine davon, die ich gerne vorstellen würde, ist Musix App-Command. Das ist im Prinzip ein Mashup aus Musix Get-Opt und App-Command. Und es ist ziemlich einfach. Zurück zu unserem Tree. Wir haben da dieses Skript, Playlist.pl. Und das sieht so aus, dass wir im Prinzip dieses Modul laden und ausführen und sonst nichts. Ziemlich simpel. Und dann haben wir dieses Package, das Extended, das ist also eine Subklasse von Musix App-Command und sonst nichts. Und dann haben wir für jeden einzelnen Command ein einzelnes Package. Wie zum Beispiel den Top-Artist. Da haben wir 2 Rollen, eine für die Datenbank und eine für zeitbasiert. Wir sehen gleich noch, warum das 2 verschiedene sind. Und dann haben wir eine Execute-Sub, die muss immer da sein. Die hat 3 Argumente. Interessantes neben Self natürlich, weil es ja Moose ist. Das ist der Args-Hashref. Ja, und wir holen uns dann das Result-Set. Das kommt aus dieser withDB-Role und geben dann was aus. Alles relativ simpel, nicht weiter darauf eingehen, nicht wahr? Ja, die Rolle sieht wie folgt aus. Eine ganz normale Moose-Rolle. Kann man halt damit reinkombinieren. Ist ja alles Moose. Und da haben wir eben unsere Datenbank und dann connecten wir die und dann haben wir das Result-Set. Und das war's auch schon. Ne? Dieses Standard-Result-Set, das ist immer erstmal die ganze Playlist. Immer nur die eine Datenbanktabelle. Und das ist auch der Grund, warum wir 2x with brauchen. Typischerweise macht man in Moose alles in ein with-Statement rein, weil das sonst Performance-Einbußen hat.
Wenn wir aber in einer Rolle auf Dinge zugreifen wollen, die aus einer anderen Rolle kommen, innerhalb derselben fertig gebauten Klasse, dann geht das nicht. Dann brauchen wir mehrere. Wusste ich vorher auch nicht, habe ich dabei gelernt. So, die einzelnen Commands implementieren dann, beziehungsweise die einzelnen Flags sind dann auch wieder Rollen. Das sind jetzt richtige offizielle Rollen, die quasi zu dem musex-up-Command dazugehören. Letzten Endes sind das alles wieder so Property, so Attribute, wie Standard-Moose-Attribute. Sagen wir halt, yesterday ist ein Boolean. Und dann wrappen wir das in einem Before-Modifier und ändern dann was damit, wenn er gesetzt ist. Und ja, dann können wir also unser Result-Set mit einem anderen Result-Set überschreiben. Und das war's eigentlich. Das ist relativ simpel. Führen wir das mal aus. So, wir haben da Debug Trace an, damit kann man anzeigen, was für SQL Debugs Class ausführt. Da kommt dann relativ einfach, ein bisschen kompliziertes SQL raus. Ich hätte es jetzt nicht von Hand schreiben wollen, aber es ist ganz gut nachvollziehbar. Ne? Wir fragen alles ab und gruppieren das dann und machen dann eine Having Clause. Und ja, so, da kommt dann raus, 14 Mal abgespielt insgesamt, aber machen wir mal das Yesterday Flag dazu. So, jetzt haben wir also ein zweites Result Set dahinter gechained, beziehungsweise mehr spezifiziert. Und jetzt haben wir also eine Einschränkung nach Zeit. Und jetzt sind es nur noch 7. Ja, aber haben sie jetzt wirklich 20 Lieder? Das wollten wir eigentlich rausfinden. Sind da jetzt wirklich 20? So, ich habe das also über ungefähr 6 Wochen lang laufen lassen und Daten aufgezeichnet. Das lief als Cronjob auf meinem Rechner in der Arbeit. Immer schön die ganze Zeit durch, weil den Rechner runterfahren und wieder anzumachen dauert ja länger als die Stromkosten fürs Wochenende. Ne? Das seht ihr wahrscheinlich auch so. 677 Distinct Songs. Naja, also das sind ja jetzt nicht irgendwie, das hat mich ein bisschen überrascht, aber wahrscheinlich sind das die ganzen Lieder, die alle nachts laufen. Also schränken wir das mal auf die Arbeitszeit ein. Ah, immer noch 500, das kann doch nicht sein. Irgendwie. Naja, aber trauer keine Statistik, die du nicht selber gefunden hast, selber gefälscht hast. 20 verschiedene Lieder, passt schon, danke.